Die Anwältin von diesem Stück Dreck war tatsächlich hier und auf Königsbrunn und will, dass ich aufgebe? Diese Mertens ist kalt wie Eis. Aber in einer Sache hat sie recht. Alexander kann dir die Hölle auf Erden bereiten. Was soll das denn heißen? Dass sie dieses unverschämte Angebot annehmen soll? Nein, aber sie muss wissen, worauf sie sich einlässt. Ich glaube, das weiß Marlene besser als wir alle zusammen hier. Wenn ich mir vorstelle, dass dieser Kerl ungestraft davonkommt, dann... Mann, ich kotze! Ja, ich auch, Kimmy, ich auch. Wenn Alexander dich nach einem verlorenen Prozess wirklich anzeigen sollte, dann... Ich will einfach nicht, dass es so weit kommt. Du willst, dass ich dieses Angebot annehme? Marlene, was Tristan meint, falls du dich entscheidest, die Klage zurückzuziehen, wir würden trotzdem alle hinter dir stehen. Aber ich könnte nicht mehr hinter mir stehen. Und deshalb ziehe ich die Sache jetzt erst recht durch. Ich muss noch mal los, ich treffe Sebastian, um meine Aussage noch mal durchzugehen. Marlene. Egal, wie die Sache heute ausgeht. Und was auch immer mit diesem Rheinsberg passiert, wenn du den Gerichtssaal verlässt, dann mit der Gewissheit, dass du dich gewehrt hast. Und darauf kannst du stolz sein. Danke. Ich werde bestimmt nicht nochmal aus dem Gerichtssaal rennen. Es ist meine Chance zu erzählen, was wirklich passiert ist. An je mehr Details du dich erinnerst, desto besser. Seine Anwältin wird auf jeden Fall versuchen, dich aus dem Konzept zu bringen. Deshalb nimm dir Zeit für deine Antworten. Bleib ruhig. Und du hältst dich zurück. Keine Kommentare, keine Einwürfe, gar nichts. Und du lässt Alexander in Ruhe. Ist das klar? Ja, ja. Mach dir mal um mich keine Sorgen. Gut. Ich rufe mal schnell bei Tanja an. Sie müsste eigentlich längst in Paris gelandet sein. Und hat sich noch nicht gemeldet? Davon bin ich auch nicht ausgegangen. Aber ich denke, sie geht wenigstens ran, wenn ich anrufe. Das heißt also Geschlechtsverkehr in beidseitigem Einvernehmen. Ja. Was Marlene von Lahnstein betreibt, ist Rufmord. Die Presseberichte sind erschienen, nachdem sie ihren Streit mit dem Manager des angeblichen Opfers hatten. Tristan von Lahnstein ist nur auf mich losgegangen, weil er eifersüchtig war. Und jetzt plädiert er auf mildernde Umstände, weil die angebliche Vergewaltigung der Grund für seinen Übergriff gewesen sein soll. Denken Sie, dass Frau von Lahnstein labil ist? Einspruch. Abgelehnt. Sie ist nie darüber hinweggekommen, dass ihre eigene Schwester ihr den Mann ausgespannt hat. Einspruch! Der Angeklagte ist doch kein Psychologe! Nach eigener Beobachtung, denken Sie, dass Frau von Lahnstein mit Ihnen geschlafen hat, um Ihrem Noch-Ehemann... Ach, das ist doch totaler Schwachsinn! Setzen Sie sich! Ich kenne Marlene von Lahnstein! Sie ist weder berechnet, noch hat sie irgendetwas getan, wofür sie sich schämen müsste. Sie hat einen Mann kennengelernt und mit ihm geflirtet. Die Grenze hat Alexander Rheinsberg überschritten, als er sie vergewaltigt hat. Ruhe setzen! Sie wollte es doch genauso wie ich. Ich habe Nein gesagt. Ich habe Nein gesagt! Bitte schildern Sie uns, wie der Abend weiterging. Ich bin mit Alexander Rheinsberg auf sein Zimmer gegangen. Wir hatten einen schönen Abend. Bis ich an Tristan denken musste. Wie hat Herr Rheinsberg da reagiert? Er hat gesagt, vergiss ihn einfach. Und dann hat er einfach weitergemacht. Er wurde zudringlich? Er hat mich im Handgelenk gepackt, mich festgehalten. Ich habe ihm gesagt, dass er aufhören soll, aber er war einfach so stark. Ich konnte mich einfach nicht wehren. Dann habe ich ihn angeschrien, dass er mich loslassen soll. Aber er hat mich einfach immer fester gehalten. Er hat mich bedrängt. Er hat mir wehgetan. Dann ist es passiert. Es tut mir leid, dass Sie so viel durchmachen mussten. Daher vielen Dank, dass Sie das alles noch einmal wiederholt haben. Halt, ich möchte noch was sagen.
Ja, ich sehe ihre Blicke. Schamlos, wie die rumläuft. Kein Wunder, dass ihr sowas passiert. Aber ich sag Ihnen was. Millionen Frauen laufen jeden Tag genau so auf der Straße und sicher nicht mit dem Wunsch, einen potenziellen Vergewaltiger anzusprechen. Frauen sind selbstbewusst. Frauen flirten. Genauso wie Männer. Und Frauen haben genauso ein Recht darauf. Alexander Reinberg hat mir an diesem Abend nicht nur meine Würde genommen. Nein, er hat es auch geschafft, dass ich mich dafür geschämt habe, wer ich bin. Ganz egal, wie dieser Prozess jetzt ausgeht. Ich will einfach nur meine Würde zurück und ich möchte einfach wieder so leben, wie es mir gefällt. Das Gericht zieht sich zurück, um... Einen Moment noch. Ich möchte Herrn Alexander Reinsberg erneut in den Zeugenstand rufen. Einspruch. Abgelehnt. Ich rufe Alexander Reinsberg in den Zeugenstand. Das habe ich doch schon ausgesagt. Die Kratzer stammen aus einem Fechtkampf. Ja. Wer von Ihnen beiden ist eigentlich zuerst auf dieses Hotelzimmer gegangen? Waren Sie das oder war das Marlene? Sie, glaube ich. Ja, doch, das war sie. Einspruch. Wofür ist das relevant? Abgelehnt. Und, hat Marlene Sie jetzt, Sie zuerst ausgezogen oder war das umgekehrt? Das weiß ich. Doch, das war ich. Gott, was soll das denn? Sie wollte es jedenfalls. Ich habe mich gewehrt. Aber du weißt ja wie von Sinnen, du hast immer gesagt, du machst mich wahnsinnig, Lily Rose. Einspruch! Ich hatte solche Angst und alles, was ich wollte, war da raus. Ich habe mich gewehrt. Können Sie sich daran erinnern? Du machst mich wahnsinnig, Lily Rose. Nein, ich weiß das nicht mehr. Aber Sie haben doch sonst ein so gutes Gedächtnis. Und daran erinnern Sie sich jetzt nicht? Nein, ich... Herr Reinsberg, haben Sie diesen Satz gesagt? Ja, habe ich. Und Sie erinnern sich daran, dass Marlene von Lahnstein wild um sich geschlagen hat? Ja. Ja, wenn aber doch der Beischlaf so einvernehmlich war, wie Sie hier schildern, warum hat sie sich denn dann gewehrt? Sie hat geschrien. Ach, dann geben Sie also zu, dass Sie Gewalt angewendet haben, um meine Mandantin zum Sex zu nötigen? Ich wollte dir nicht wehtun. Dann geben Sie also zu, meine Mandantin vergewaltigt zu haben! Beantworten Sie die Frage. Ja, ja, ich habe es getan. Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Der Angeklagte Alexander Reinsberg ist der Vergewaltigung schuldig. Er wird zu einer Freiheitsstrafe von 5 Jahren verurteilt. Eine Bewährung ist nicht vorgesehen. Der Angeklagte trägt die Kosten des Verfahrens. Marlene. Was du da heute im Gericht gesagt hast, das hat wirklich was bedeutet. Ich hoffe, du wirst dich immer daran erinnern. Sie haben meiner Tochter geholfen, dass sie endlich wieder in den Spiegel gucken kann. Danke. Marlenes Plädoyer hat den Ausschlag gegeben. Ein Hoch auf den Minirock. Tanja wird stolz auf dich sein. Hertie war die ganze Zeit verdrängt, weil er es einfach nicht wahrhaben wollte. Aber nach deiner Aussage, da konnte er nicht mehr lügen. Danke. Ja. Ohne dich hätte ich das alles nicht geschafft. Ohne euch alle. Jetzt ist es wohl vorbei. Genau. Und deswegen stoßen wir jetzt an. Ja. Hier, mein Schatz. Auf Marlene.
Auf dich. Auf Marlene. Entschuldigt mich einen Moment, ich wäre gern alleine. Was, wenn es nie aufhört?